Moin Leute, was geht? Mein Name ist... Was ist denn das? YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ihr habt gerade einen Strömungsabriss erlebt. Das ist natürlich nicht so toll. Aber herzlich willkommen heute zu einem, ja, anderen Video. Ich habe ja schon mal ein Video hochgeladen, wie hoch kann man fliegen. Und das haben wir ja auch schon gemacht. Aber bevor wir das tun, erstmal Vorstellung. YouTube Gamescom. PS3, mein Gamertag. Yo, ich hab dich tatsächlich erwähnt. So, wir schweben nun hier über Los Santos. Das sind so etwa 2.000-3.000 Meter, die wir jetzt oben sind. Und höher geht's halt einfach nicht. Über der Wolkengrenze. Naja, fast. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Wölkchen, die sind ein bisschen höher. Wie hoch kann man eigentlich, oder wie lange kann man eigentlich Fallschirm springen? Das wollte ich mal testen. Und zwar so schnell wie möglich. Und dafür warte ich, bis wir 1:10 haben und dann steige ich aus. So, ab jetzt zählt die Zeit. 1:10 habe ich mein Flugzeug verlassen. Das heißt, jetzt gucken wir mal und schauen mal, wie lang wir brauchen. Mich interessiert das einfach mal, damit man mal ungefähr schauen kann, ob... Oder besser gesagt, wie schnell man eigentlich so springt. Weil auch ein echter Fallschirmspringer erreicht ja auch eine sogenannte Fallgeschwindigkeit. Und wir sehen schon, wir sind tatsächlich schneller. Oder nein, das Flugzeug ist tot. 1:50. 40 Sekunden freier Fall. 4000 Meter. 2000 Meter. Tatsächlich, wir haben ungefähr eine Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometer gehabt. Was, wer sich ein bisschen auskennt, 50 Meter pro Sekunde entspricht. Das ist tatsächlich, was Rockstar realistisch nachempfunden hat. Die Fallgeschwindigkeit, zumindest im Sturzflug, passt das. Jetzt bin ich gelandet mitten in den Windrädern. Und im Singleplayer hätte ich jetzt einen Stern bekommen. Wind Power, Los Santos Department of. Riesige Windräder. Man glaubt ja teilweise gar nicht, wie groß das alles ist. Yeah. GTA 5 ist ja riesig. Also das ist wirklich ein riesen Komplex hier. Nur das hier ist die Windkraftanlage. Und das hier ist alles die Map. Und die Windkraftanlage, die ist wirklich nicht klein. Die geht da hinten hier noch weiter. Da könnte man ja eigentlich mal mit dem Helikopter durchfliegen und dann gucken, was passiert. Ich glaube, den zerreißt es in der Luft. Seht ihr, dahin geht es noch weiter. Das ist alles ein Areal. Fette Sache. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Bis dann. Ciao.